relativ unhandlichen vielen Daten doch was Vernünftiges machen kann. Da bin ich schon sehr gespannt. Du hast das Wort. Dankeschön. Also, jetzt funktioniert. Ich arbeite seit kurzem im HiGIT. Das ist eine Gruppe der Geoinformatikabteilung der Uni Heidelberg. Und was wir dort machen, wir sind so eine Art Kompetenzzentrum und wir halten den Forschern dort mit technischen Problemlösungen unter die Hand. Eines der vielen Forschungsthemen, das wir auf der Uni Heidelberg haben, sind die sogenannten intrinsischen Datenqualitätsanalysen von speziell jetzt Geodaten. Intrinsisch bedeutet hier, dass die Datenqualität nicht durch vergleichende Methoden bestimmt wird. Man hat also keinen Referenzdatensatz, den man wie bei klassischen Methoden hernehmen kann, um jetzt sagen zu können, der Datensatz ist halb so gut wie der andere. Wenn sich jetzt verschiedene das Thema Datenqualität, wenn man sich dafür interessiert, gibt es verschiedene Aspekte davon. Es gibt eine ISO-Norm, die spezifiziert zum Beispiel Punkte wie Vollständigkeit, Konsistenz. Das wäre zum Beispiel Fehlen von Inkonsistenzen, zum Beispiel formal fehlerhafte Daten oder sich widersprechende Daten. Und dann auch noch Genauigkeit bezüglich Position, Zeit auch und thematische Genauigkeit zum Beispiel, ob jetzt von Gebäuden auch Hausnummern existieren und so weiter. Ich habe den Punkt der Datenvollständigkeit mal hervorgehoben, weil dieser im Vergleich zu den anderen Punkten, was jetzt intrinsische Methoden angeht, schon am besten erforscht ist. Und hierbei geht man davon aus, dass wenn sich in einem Datensatz über die Zeit gesehen für ein spezielles Subset von diesen Daten nicht mehr viel dazukommt, beziehungsweise eine Sättigung erreicht ist, dann sagt man, dieser Datensatz ist, oder dieser Teil des Datensatzes ist schon vollständig. Ein Beispiel wäre hier einfach, wenn man sich das Straßennetz anschaut und dann bemerkt, dass Autobahnen sehr viel früher eine Sättigung erreichen, wie jetzt zum Beispiel Waldwege. Aber diese Methode kann auch ganz einfach auf beliebige Objekttypen übertragen werden. Für solche Analysen benötigen wir eben eine Datenanalyse-Plattform, die ein relativ effizientes und handliches Arbeiten mit diesen großen Datenmengen ermöglicht. Was bisher in dieser Richtung schon gemacht wurde von uns und auch von anderen Gruppen, erzähle ich jetzt anhand von ein paar Beispielen. Die erste naheliegende Methode wäre, wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, man verwendet alte OSM-Plant-Amps zu verschiedenen Zeitpunkten, zum Beispiel eins pro Jahr oder eins pro Monat und berechnet dafür für jeden Zeitpunkt ein gewisses Set an Statistiken. Zum Beispiel mit diesem Ansatz wurde zum Beispiel die OS-Matrix aufgebaut. Diese gibt es schon relativ lange, wurde an der Universität Heidelberg auch entwickelt. Und da sieht man so in hexagonalen Kacheln zu verschiedenen Zeitpunkten hier verschiedene Aspekte des Datensatzes. Dabei haben wir allerdings festgestellt, dass dieser Ansatz recht unflexibel ist. Man kann zum Beispiel im Nachhinein nicht leicht neue weitere Analysen hinzufügen. Und es ist auch relativ ineffizient, was jetzt die Datenverarbeitung angeht, weil man viele Sachen einfach x-mal berechnet. Genau, also die zweite Methode wäre dann, dass man wirklich mit den OSM-History-Daten arbeitet. Und diese dann zum Beispiel unter Verwendung vom OSM History Renderer von dieser Toolchain in eine Datenbank spielt und darauf dann Analysen macht. Vielleicht ist im einen oder anderen das
ja, die Anwendung IOSM Analyzer bekannt, die entstand auch an der Universität Heidelberg und die ermöglicht es für relativ kleine Gebiete, ja genau die vorhin erwähnten Analysen zu machen und dafür dann aber relativ dynamisch. Ja, hier sieht man das bereits erwähnte Beispiel mit den Straßenlängen der verschiedenen Straßenkategorien über die Zeit. Man kann damit aber auch relativ anschauliche oder relativ ansprechende Animationen, animierte Karten erstellen, zum Beispiel diese relativ aktuelle von Brüssel, die hat der Jost gemacht. Und das Problem, das wir aber bei diesem Ansatz haben, ist, dass es nur für relativ kleine Gebiete funktioniert oder praktikabel funktioniert. Und dann gibt es noch ein paar andere technische Einschränkungen, zum Beispiel, dass keine Relations verarbeitet werden, aber das wäre eigentlich alles lösbar. Okay, die dritte Methode, dass man die Overpass API verwendet, die hat ja auch mittlerweile History-Funktionen, wo man für einen gegebenen Zeitstempel sich die Daten holt und einfach darauf ja, dann seine gewünschten Statistiken berechnet. Oder man kann damit vorher, nachher Vergleiche machen für ein Gebiet, jetzt mal so ein Waldgebiet in Österreich. Oder was hier dargestellt ist, sind die Anzahl der Bäume in verschiedenen Städten. Rot wäre Wien, dann grün Paris und blau Berlin. Ja. Da hat man allerdings auch wieder das Problem, dass das nur für einigermaßen kleine Gebiete funktioniert und die History-Daten der Overpass API nur bis zum ODBL-Switch-Zeitpunkt zurückgehen. Das heißt, Ende 2012. Vorher bekommt man eben leider keine Daten. Okay, dann, was kann man da sonst noch verwenden? Vielleicht gibt es irgendwas in Richtung Big Data. Es gibt ja bereits im Big Geodata-Umfeld schon ein paar Projekte, auch unabhängig jetzt von OSM gesehen. Ja, GeoMesa und GeoWave wären hier zwei Beispiele zu erwähnen. Diese sind dazu gemacht, mit sehr großen Datenmengen an Geodaten umzugehen. Für historische OSM-Daten sind sie aber leider nicht so gut geeignet. Ja, ein Grund dafür ist eben, dass sie immer mit bereits aufbereiteten Objektgeometrien, das heißt Simple Features, arbeiten und man dadurch zum Beispiel auch gar keinen direkten Zugriff mehr auf die rohen OSM-Daten hat, die man unter Umständen auch gerne abfragen möchte. Zum Beispiel, wenn man sich anschauen möchte, wie oder ob es Wege gibt mit doppelten Knoten oder andere inkonsistente Daten. Weiter sind noch zwei Projekte hier erwähnt, die irgendwie hier dazu passen noch. OSM2.org, das macht im Prinzip so viel, als dass es den OSM Planet Dump oder den History Planet Dump in ein Format umwandelt, das jetzt von ja, so verteilten Big Databases relativ leicht gelesen und verarbeitet werden kann. Außerdem gibt es noch dieses OSM QA Tiles Projekt von Mapbox, das jetzt auf Vector Tiles basiert, relativ rohe OSM-Daten bereitstellt, welche man dann mit einem anderen Tool, das TileReduce heißt, einigermaßen leicht parallel verarbeiten kann. Wir haben uns aber entschlossen, uns was Eigenes aufzubauen. Das Projekt ist noch namenlos, beziehungsweise ich habe es mal hier HighGit-Datenbank genannt. Es baut auf Apache Ignite auf. Ja, und dazu noch später noch mehr. Davor ganz kurz ein kurzer Ausflug ins OSM-Datenformat. OSM ist insofern relativ einzigartig, als dass sich die Daten sehr viel häufiger ändern können als jetzt in traditionellen Geodatensätzen. Manche OSM-Objekte haben hunderte Versionen oder noch mehr. Und durch die getrennte Speicherung von Wegen und Knoten oder auch Relationen Wegen und Knoten
gibt es unter Umständen auch noch Nutzern der Zwischenversionen zwischen den eigentlichen Versionen von den Objekten. Meistens ändern sich nur relativ wenig dazwischen, aber trotzdem hat man unabhängig verschiedene Geometrien. Ja, also man kann schon sagen, dass OSMs Datenmodell eine relativ kompakte Darstellung des historischen Verlaufs der Bearbeitungen bietet. Und mit ein paar weiteren Tricks kann man das sogar noch kompakter hinbekommen. Ja, ich habe jetzt hier zwei GIFs gemacht von so ein bisschen komplexeren OSM-Objekten, die man halt als, wenn man mit den History-Daten arbeitet, auch verarbeiten können muss. Ja, was man hier, was man typischerweise halt oft sieht, ist, dass jetzt ein Waldgebiet zuerst relativ grob gemappt ist und dann mit der Zeit dann halt immer feiner. Wobei sich halt gegen Ende hin dann nur mal wirklich die Details dann ändern. Oder hier ein bisschen größeres Waldgebiet, das ufert jetzt wirklich aus und irgendwann wurde es dann doch ein bisschen gebändigt. Ich glaube, hier ist dann so der aktuelle Zeitpunkt dann langsam. Ja, wie gesagt, wenn man jede einzelne Zwischenversion von solchen Objekten speichern möchte, dann würde es den gesamten Datensatz sehr, sehr stark aufblähen. Im Gegensatz dazu sind eben die hohen OSM-Daten relativ kompakt und die Geometrien kann man sich, wenn man die OSM-Daten hat, die hohen OSM-Daten, relativ leicht oder einigermaßen leicht wieder für einen bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel zusammenbauen. Ja, deswegen haben wir uns eben entschieden, direkt mit den hohen OSM-Daten zu arbeiten. Und ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass man dann noch den Zugriff auf die ja wirklich hohen OSM-Daten hat, zum Beispiel die Node-IDs die Node-IDs von Waze, die darauf zeigen, oder auch gewisse OSM-Datenstrukturen, die jetzt gar keine unmittelbare Geometrie darstellen, so wie API-Beschränkungen oder Routenrelationen und so weiter. Ja, genau, wie ich vorher schon gesagt habe, ist unser Ansatz, das dann zu einem verteilten System zu machen. Das heißt, dass Analysen auf unabhängigen Maschinen parallel gerechnet werden können. Dabei ist es sehr wichtig, dass man Interkommunikation zwischen den einzelnen Rechnern so weit wie möglich minimiert. Und das heißt, dass man die Daten so partitionieren soll, dass oft zusammenverwendete Daten, zum Beispiel wie die Nodes eines Waze, auch am selben Knoten zur Verfügung stehen, damit sie nicht über langsame Netzwerkverbindungen geladen werden müssen. Genau, wir haben uns deshalb entschieden, die Daten als OSM-Daten, wie gesagt, in Zellen organisiert zu speichern. Ein bisschen ähnlich wie bei Vector-Tiles. Also wie die Zellen jetzt im Detail aussehen, ob das jetzt irgendwie wie bei OS Matrix irgendwie so Hexagone sind oder was anderes, ist eigentlich unerheblich, aber der einfachen Halbung halber haben wir uns für ein simples quadratisches Grid entschieden. Die Zellen bilden dabei automatisch den Index über den Datensatz. Das heißt, wenn man jetzt sich nur für ein spezielles Gebiet interessiert, dann kann man anhand jeder Zell-ID sofort auf die jeweiligen Daten zugreifen. Für Punkte ist es dabei relativ einfach, das zu machen. Die speichert man einfach in die jeweilige Zelle, in die sie gehören, beziehungsweise wenn sie verschoben werden, dann einfach in mehrere Zellen. Für Linien oder Flächen ist es nicht ganz so einfach, weil diese potenziell über im Prinzip den ganzen Globus sich erstrecken können. Also manchmal passiert es, dass ein Node versehentlich von, keine Ahnung, Berlin nach Brasilien verschoben wird und danach sofort wieder zurück. Das heißt, im aktuellen Planet ist es vielleicht nicht der Fall, es ist nicht so oft der Fall, aber in den History-Daten kommt es halt vor. Und in dem Fall kann man halt nicht hergehen und einfach den Way in 10.000 Zellen speichern. Also könnte man schon, aber das wäre relativ ineffizient. Was man
Genau, und außerdem, wenn man das wirklich so schneiden möchte oder halt so speichern möchte, dann müsste man das wieder für jede Geometrie-Zwischenversion machen. Also man, das würde wieder einen erhöhten Speicherbedarf voraussetzen. Was man aber machen kann, ist, dass man die Objekte nicht splittet, sondern einfach vom Zoom-Level her so weit dann nach oben geht, bis das Objekt dann im Verhältnis zum jeweiligen Zoom-Level klein genug ist, dass es nur noch in eine Zelle passt. Okay. Und an dem Punkt kann man dann das ganze Objekt in nur eine Zelle speichern. Das machen im Prinzip auch GeoWave und GeoMesa, glaube ich, so ähnlich. Und im Grunde auch die Overpass API mit den Ways und Relations. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt, dass wir einen Index haben. Und ja, also die Analysen selbst auf dieser Datenbank funktionieren dann nach dem MapReduce-Prinzip. Das heißt, für jede Zelle werden unabhängig Berechnungen gestartet. Und diese dann, das wäre der Map-Step. Und danach werden diese unabhängigen Ergebnisse aggregiert. Und wenn man zum Beispiel sich für ein ganzes Land interessiert, dann zum Beispiel zusammengezählt, also die Länge der Wegstrecken oder Autobahnlängen dann einfach addiert. Bei komplexen Analysen ist es oft ab und zu notwendig, dann auch mehrere MapReduce-Schritte hintereinander auszuführen. Ja, also ich hätte jetzt gerne ein paar mehr Beispiele gezeigt, was ich habe. Aber so ganz fertig ist die Datenbank noch nicht bei uns, aber demnächst soll es soweit sein. Was wir aber mit einem Prototypen schon gemacht haben, ist aus einigermaßen aktuellem Anlass, uns die Multipolygone so ein bisschen genau beleuchtet. Und was man hier sieht, ist ja in Blau die gesamte Anzahl von Multipolygonen. Hier haben wir als Testgebiet Heidelberg verwendet. Und in Rot davon der Anteil der Multipolygone, die nach dem alten Schema gemappt worden sind. Das heißt, am Multipolygon selbst sind keine Tags außer Type equals Multipolygon. Und am Outer Way sind dann die eigentlichen Tags. Und in Gelb werden jetzt wirklich solche Multipolygone angezeigt, die zwar nach dem alten Schema gemappt waren, aber die nach dem alten Schema keinen Sinn machen, weil sie zum Beispiel mehrere Outer Ways hatten. Man kann zum Beispiel ganz gut sehen, dass hier 2015 rum mal jemand jede Menge solcher simplen Multipolygone umgewandelt hat in das aktuell lieber gesehene Schema. Okay, ein abschließender problematischer Punkt, den man immer noch hat, wenn man mit History-Daten arbeitet, ist die Lizenzumstellung auf die ODBL. Also damals wurden ja ziemlich viele Daten unter Anführungszeichen gelöscht, aber so gelöscht, dass man wirklich nicht mehr sieht, wie sie vorher waren. Das heißt, man hat im aktuellen History-Dump-File unter Umständen also Objekte drinnen, die auf andere Objekte referenzieren, die aber damit, also nicht vorkommen. Nicht alle Referenzen können immer aufgelöst werden. Also dafür gibt es jetzt, und man kann auch nicht wirklich sagen, bis zu welchem Zeitpunkt oder wann man es machen kann und wann nicht und alle möglichen Probleme. Die einzige wirklich gangbare Lösung jetzt für dieses Problem ist, dass wenn man sich für Daten, die vor Mitte 2012 gemappt worden sind, sich dafür interessiert, dass man nicht einen aktuellen Histodump verwendet, sondern einen alten Histodump, der noch die CC-BY SA OSM-Daten enthält. Das kann man natürlich machen, dafür zwei parallele Datenbanken im Prinzip aufbauen. Man muss halt bei der Auswertung dann immer bedenken, dass Ergebnisse vor 2012 dann unter einer anderen Lizenz stehen wie die aktuellen Ergebnisse. Ja, damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Hier haben noch kurz ein paar Kontaktdaten von mir. Und für Fragen bin ich zu haben. Ja, recht vielen Dank für Fragen. Mikrofon verwenden, das ich im Augenblick irgendwo hingelegt habe und nicht mehr finde.
Hat jemand aufgepasst, wo ich das ab da hinten hat es irgendjemand entwendet? Okay, gibt es Fragen aufgrund der Zeit vielleicht nur eine, zwei Fragen, kurze, knackige? Da ist eine Frage. Nee, wir brauchen die Aufzeichnung. Hallo, ja, schönen Dank. Ich wollte nur mal fragen, Big Data, also so mengengerüstmäßig, wie big sind denn solche Data so grob gesehen? Also wenn ich jetzt... Was? Aha. Jetzt leuchtet aber. Also. Gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein mittelgroßes Rechteck um Heidelberg ziehe und die komplette History seit 2008 sehen möchte, um zum Beispiel dieses Problem da lösen zu können, wie viele Daten sind denn das so ungefähr? Also, ja, das sind relativ wenige Daten. Die gesamte History als PDF-File sind irgendwie eine Größe von 40 Gigabyte. Man muss halt bedenken, dass die relativ stark komprimiert sind dort. Und bei uns ist jetzt das Big Data-Problem jetzt nicht wirklich die Datenmenge an sich, sondern die Möglichkeit, diese Daten parallel zu verarbeiten. Dass wenn man jetzt wirklich eine globale Abfrage auf die Daten hat, dass die jetzt nicht 2 Tage lang dauert oder 2 Monate, wie es bei OS Matrix der Fall war, sondern dass die dann halt innerhalb von ein paar Minuten zur Verfügung steht. Hallo, eine Frage, wie lange hat denn der Import gedauert, bis ihr das in dem Format habt oder in eure Infrastruktur eingeladen habt? Ja, daran hapert es momentan noch ein bisschen. Also wir haben es bis jetzt nur für kleinere Gebiete austesten können. Der Import ist schon ein bisschen das Bottleneck momentan noch. Daran arbeiten wir. Danke. So, noch eine Frage, sonst würde ich... Okay. Eine Frage noch. Kann man da bisher nur Analysen machen, die OSM selbst betreffen, also wie sich die Daten entwickeln, oder kann man mittlerweile auch Analysen machen, wie sich die Landschaft entwickelt, also Flächenverbrauch, Waldbestand und sowas? Also unser Ziel wäre es auch, solche Analysen zu ermöglichen. Auch dann irgendwann langfristig andere Datensätze auch noch dazu bekommen, nicht jetzt nur mit OSM-Daten zu arbeiten, damit man zum Beispiel jetzt verschiedene Datensätze auch damit vergleichen kann. Danke. Okay, vielleicht noch ein letzter Punkt von mir, das habe ich vorher vergessen. Ist auch, und langfristig gesehen wollen wir auch diesen Service der Community zur Verfügung stellen über diverse Schnittstellen. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das konkret dann machen könnte. Gut, recht vielen Dank.